Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Brennmaterial, das heißt wir werden jetzt erst einmal ein bisschen Brennholz schlagen, bevor wir ins Bett gehen. Damit der Ofen da oben wieder Treibstoff kriegt sozusagen. So, dann machen wir auch mal hier ein paar Scheite noch draus. Ja, nicht genügend Energie. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Heier machen. Aber packen erstmal das Zeug hier in die Kiste. Zack und zack. Ah, da kann ich gerade nichts dran machen. Okay. So, eine Runde Haier machen. Brauche auf jeden Fall als nächstes die Kreissäge. Aber als erstes machen wir hier mal die Landerweiterung, dass wir ein bisschen Zeug noch platzieren können. Das brauchen wir dann noch mal dafür, glaube ich. Wo ist es denn? Oh, vergrößern und Nägel fehlen uns noch. Ah, der ist gleich fertig. Ja, mir fehlt Eisen. Zwei Stämme haben wir noch. Was brauche ich denn Technologie, wenn ich die Kreissäge haben will? Bin mir 10 Bubbles und 200 rote. Gut, die roten sind nicht schwer zu holen. Die blauen gehen auch. Wir holen mal Sand, weil mit Sand und Glas kriegt man blaue Bubbles. Ach ja, für Esel, Diesel brauchen wir ja auch noch das Öl. Ah, das kann ich aber schon reparieren. Machen wir gleich mal. Nehmen wir ein bisschen Sand mit. So. Können wir gleich Glas machen? Das brauchen wir eh, wenn wir die Alchemie-Quest haben, brauchen wir Glas. Gut. Ah, da ist auch der Eisenbarren. Einmal Nägel herstellen. So, dann bitte einmal Land erweitern. Hoch vergrößern. Ah. Das kann ich noch nicht abbauen. Aber das kann ich abbauen. So. 6 von den Planken brauche ich da hinten, ne? Wenn ich mich nicht vertan habe, brauche ich 6 von den Planken. Und da haben wir schon mal die Plänkchen. Die behalten wir mal auf Tasche. Die Steine kommen hier rein. Der Sand kommt da rein.
Ja, Leichen machen wir erstmal nicht. Das mit dem Esel machen wir gleich. Ich versuche jetzt erstmal die ganzen Sachen so zu kriegen, dass wir die Erweiterungen haben. Nägel brauchen wir? Ne, 12 Nägel nicht. Einmal Nägel. Also 6. Das kommt da rein und dann nehmen wir das mal noch mit. Wenn ich nicht ganz dämlich bin, müsste das reichen. Um die Brücke da hinten wieder zu reparieren. Gehen wir in der nächsten Folge, gehen wir dann nämlich mal hinten zur Hexe. Ja, reicht. Brücke ist repariert. Sumpf, was gibt's denn hier noch? Ah ja, den Durchgang hier könnten wir auch reparieren. Hier brauchen wir Keile und erweiterte Eisenstücke. Wie viel? 10 Keile. Und 4 von den Eisenteilen. Welche Eisenteile? Aber ich bin noch ein bisschen verwirrt. Wir brauchen einfache Eisenstücke. Das machen wir nämlich auch mal noch auf. Dann haben wir wieder Zugang zum Eisen. Ich glaube, irgendwo können wir uns auch einen Ruhestein kaufen. Muss ich mal gucken. Ich glaube, irgendwie bei dem Gastwirt oder so. Habe ich noch einfache Eisenteile? Nee, Metallschrott habe ich noch. Und Keile habe ich auch keine mehr. Einmal Keile und einfache Eisenteile. Gehen wir da mal gleich hin, machen das auf. Wie die Fußspuren noch hier sind. So, na, natürlich ein zu wenig. Eieieiei, Wandersimulator. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Laufen wir halt wieder zurück. Ja. So kommt es. Das kommt davon, wenn man sich die Sachen nicht merken kann. Und wieder zurücklatschen. Holen wir uns in der nächsten Folge die Alch das Alchemie-Rezept. Dann können wir nämlich auch Tinte herstellen.
glaube, da brauchen wir vorher noch die Leichenverbrennungsgeschichte oder so, aber oder Graphit oder irgendwas. Müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen mit den Flugblättern. Reicht natürlich nicht die Energie und ich habe nichts zu essen dabei. Ah, hier steht überall Eisen, das ist gut. Ich glaube, ich sollte auch mal langsam anfangen, mir Sachen zu kochen, dass ich ein bisschen mehr Energie habe. Also quasi, dass ich, wenn ich gerade wohin gelatscht bin, dann auch noch was zum Auffüllen habe. Du. Oh, Eisen fertig. Her damit. Und eine Runde Haier machen. Ah, ist gleich schon wieder Sonntag, kann man gleich schon wieder Predigt halten. Ah, wieder ein Barren fertig. Kann alles hier bleiben. Habe ich noch was? Habe ich noch was gekocht? Mein Brot habe ich ja dem blöden Bischof verkauft. Mehl. Machen wir mal Teig. Oh, hier habe ich ordentlich. Hier habe ich ordentlich Power reingepackt. Dann haben wir gleich Brote wenigstens. Dann holen wir uns jetzt das Eisen von da hinten. Eisen ist wichtig. Machen den Durchgang frei. Gucken mal, was da oben noch so ist. Das kostet aber richtig Energie. Nägel gekriegt, Ort gekriegt. Hier ist der Außenposten, genau, und hier kriegen wir nämlich zur Not Eisen raus, hier. Eisenmine. Die ganzen kleinen Vorkommen zur Neige gegangen sind. Allerdings müssen wir uns da oben einen Steinschneider oder was hinbauen. Jedes Mal für eine so eine Platte da hochlatschen. Das dauert zu lang. Einmal Eisen. Wie viel wir damit noch mit davon noch mitkriegen.
das werde ich nicht ganz abbauen können, oder? War doch gerade so. Jo, mehr kommen wir nicht ran. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann ist die Folge auch leider schon wieder vorbei. Nächste Folge gehen wir dann auf jeden Fall zur Hexe hin. Damit wir das, wie gesagt, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, das Alchemie-Rezept haben. Nochmal einen Eisenbarren abgegriffen. Okay. Boah, wir müssen Kohle holen. Was steht demnächst dann auch noch an? Kohle holen. Hier ist richtig viel Brot fertig. So, das ziehen wir uns mal hier unten in die Schnellleiste. Ja, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal in einen unserer Streams vorbeigucken würdet. Links dazu findet ihr unter dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.